Ja, vielen Dank für die Einführung und schön, dass Sie alle da sind. Ich habe mich gerade kundig gemacht und habe gehört, es wurde Ihnen ans Herz gelegt, aber Sie sind alle freiwillig hier. Und insofern können Sie sich mal umschauen, wie viele Menschen hier aus dem Umkreis freiwillig hier sind, heißt Interesse haben an Aufbruch, an Neuem, am Wagen des Neuen. Ja, letztendlich, so war ja der heutige Nachmittag ausgeschrieben. Sie haben großes Glück, denn ich durfte ja schon Ihre Schulqualitätsmanager kennenlernen, etwas intensiver. Und nicht alle Regionen haben solche aufgeschlossenen, mutigen, zivilcouragierten Qualitätsmanager. Damit ist viel zu machen. Und ich glaube, auch viele, viele der Schulleiterinnen und Schulleiter sind sehr, sehr offen. Insofern großes Potenzial. Hier, jetzt. Und ich hoffe, ich kann Sie ein wenig inspirieren und zum Nachdenken bringen. Ja, Bildung für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Sie haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Dafür sind Sie Lehrerin, Lehrer geworden oder Erzieher. Ich weiß nicht, wer hier alles sich so im Raum befindet. Es geht um die Kinder. Und die Kinder wollen wir ja befähigen, ein selbstbestimmtes, gutes Leben zu führen. Und da fragt sich, in welcher Gesellschaft soll dieses Leben stattfinden? In der Gesellschaft, wo wir uns heute befinden? Oder wollen wir vielleicht in einer anderen Gesellschaft leben? Darum geht es bei mir im ersten Teil. Wo steht eigentlich die Welt? Und eine große Frage für mich ist, in welcher Welt wollen wir leben, die auch tatsächlich die Bildung und Pädagogik beschäftigen sollte. Ich erinnere mich daran, mein erster Kontakt zu Österreich war an der PH Salzburg. 2011 fällt mir jetzt gerade ein, da hat Gerald Hüther hat einen Vortrag gehalten und er sollte Gastprofessor werden. Und er hat gesagt, ich komme nur, wenn die Lehrerausbildung transformiert wird. Daraufhin ist der Direktor in Berlin angereist, war sehr begeistert und hat mich eingeladen und ich habe gesagt, ich komme nur mit Schülern. Und irgendwann kriegte ich eine E-Mail, ich habe jetzt Gelder besorgt, jetzt so für Unterkunft und so weiter, Sie können kommen. Und dann hatten wir da 52 Professoren und Lehrbeauftragte und ich dachte, was machst du, wie fängst du an? Und dann bin ich richtig radikal morgens reingegangen, in welcher Welt wollen wir leben, habe die richtig konfrontiert mit Themen, die aktuell sind und habe sie dann in Gruppen geschickt mit den Schülern. Ich weiß nicht, welche Diskussionen da gelaufen sind. Ich weiß nur, dass keiner der Professoren dann berichten wollte. Aber die Jugendlichen haben das gemacht. Naja, und nach den 2 Tagen haben die sich entschlossen, die Lehrerausbildung zu verändern. Ein Modellversuch, neue Lehrerausbildung zu initiieren. Der ist inzwischen abgeschlossen und gelaufen. Neu war eine PH, dass die verschiedenen Fächer sich zusammengesetzt haben, dass sie Neues entwickelt haben und die Studenten dabei waren. Und die Studenten erlebt haben, dass sie auf Augenhöhe mit ihren Professoren das Neue entwickeln können. Das war eine tiefgreifende Erfahrung. Fällt mir gerade ein, ist ja auch gar nicht so weit entfernt von hier. Ne? In welcher Welt wollen wir leben? Darum ging es. Ja, wer kann da sich besser zu äußern als Greta? Ja, Greta auf der Klimakonferenz in Katowice. Daraus ist inzwischen ja eine riesige Bewegung geworden. Vor 2 Wochen waren 300.000 Jugendliche beim Friday for Future. Und die Bewegung wird anhalten. Und 23.000 Wissenschaftler haben sich hinter die Kinder gestellt, weil es wirklich 11:55 ist. Und es gibt auch schon Parents for Future. Und ich bin gerade dabei, mit noch anderen Educators for Future zu gründen. Weil kann ja nicht sein, dass unsere Schülerinnen und Schüler und die Eltern für eine Zukunft eintreten und die Lehrer haben ihre öffentliche Stimme noch nicht erhoben. In Deutschland, Österreich, Schweiz, also für den deutschsprachigen Raum. Ja, die Greta sagt wichtige Dinge. Die Macht liegt bei den Menschen. Die Macht liegt bei ihnen für eine gute Pädagogik. Und nicht bei den Juristen in der Regierung und den Politikern. Die Politiker ticken in ihrer eigenen
wie sagt man, Struktur. Ja? Ich glaube, wir alle, die hier im Raum sind, die wissen, was Kinder brauchen, wie wir mit den Kindern umgehen, um sie stark zu machen. Und die Frage ist tatsächlich, die Greta gestellt hat, warum sitzen wir jetzt gerade alles aus, die Erwachsenen, und sie gehen nicht auf die Straße? Es ist wirklich, wirklich höchste Zeit. In den nächsten 20 Jahren entscheidet sich das Überleben der Menschheit. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass wir so denken, ich kenne viele, die sagen, ja, was soll ich denn schon machen? Ich kann doch gar nichts machen. Müssen doch irgendwie andere machen, andere, die mächtiger sind, die stärker sind. Und ich glaube, dass wir nicht diese Erfahrung gemacht haben, dass man etwas verändern kann. Und ich plädiere sehr stark dafür, das werden Sie nachher noch an Beispielen sehen, dass wir den Kindern Erfahrung schenken, dass sie die Welt verändern können und was machen können. Und dafür ist Schule genau der richtige Ort. Ja, wir sind in einem Paradigma gelandet, in einem Wirtschaftsparadigma, das beruht auf Wachstum. Höher, schneller, weiter, mehr, in Konkurrenz gegeneinander. So ticken jetzt alle Systeme gerade im Moment. Wir haben schon viele Menschen, die anderes versuchen, die auch versuchen, anders zu leben. Aber der Mainstream ist immer noch Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das Ganze hat uns jetzt in sehr, sehr große Krisen gestürzt. Wir haben zum einen die ökologische Krise. Hier sind nur ein ganz paar wenige Beispiele aufgeführt. Wir produzieren dauernd Gift, dauernd Stoffe, die nicht kompostierbar sind, die nicht abgesetzt werden können, die nicht mehr in Kreisläufen laufen. Und so ein Thema wie Plastik ist ja gerade total in der Öffentlichkeit. Ich habe meine Schule in Essen, die ich vorher geleitet habe, bereits im Jahre 1998 plastikfrei gehabt, weil wir uns da schon um diese Themen, die ja schon alle aktuell waren, gekümmert haben. Jetzt ploppen die auf, weil wir da jetzt kaum noch Lösungen haben. Jetzt muss was geschehen. Dann das ganze Thema Fleisch, Massentierhaltung, Gentechnik, Glyphosat. Wir vergiften gerade unsere Böden. In der EU liegen gerade 22 neue Bienengifte zur Genehmigung. Und keiner von uns ist auf der Straße. Keiner vielleicht nicht, aber viel zu wenig. Jetzt gehen die Kinder auf die Straße, das finde ich gut. In Deutschland sind 75% der Insekten in den letzten 27 Jahren ausgestorben und im Winchgau gibt es auch kaum noch Insekten. Der Klimawandel, der uns jetzt ja auch schon auf die Pelle rückt, nicht nur weit entfernt und nicht nur über die Flüchtlinge, sondern auch bei uns durch Wetterveränderungen. Wir haben die soziale Krise, Greta hat das schon angesprochen, die Schere geht immer weiter auseinander. Das liegt auch an unseren Wirtschaftssystemen. Und die Sinnkrise. Immer mehr Leute fragen sich, kann das denn alles sein? Materielles Anhäufen, da ist ja, vermehrt ja nicht das Glück und ich acker und acker und acker. Und man spricht schon von der erschöpften Arbeitswelt, wo sich auch gerade echt viel ändert. Und ich glaube, wir stehen noch so ein bisschen vor der erschöpften Schulwelt. Weil sie alle strengen sich unglaublich an und oft erreichen wir mit unserem Alten, wie wir handeln, die Kinder gar nicht mehr. Und trotz der ganzen Energie und Anstrengung. Ja, nochmal zurück zu den Gesamtzusammenhängen. Es gibt einen Tag, den nennt man Earth Overshoot Day. Es läuft ja viel in Kreisläufen in der Natur. Wir entnehmen Ressourcen, geben auch einen Teil wieder zurück. Und der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem wir für das Jahr sozusagen alles verbraucht haben und nichts mehr zurückgeben können. Und der lag im Jahre 1970 im Dezember und letztes Jahr Anfang August. Ich vermute, dass der dieses Jahr Ende Juli liegt. Auf die ganze Welt gesehen. In Österreich lag der letztes Jahr am 15. April. In Deutschland am 4. Mai. Von dem Tag an haben wir auf Pump von Mutter Erde gelebt. Und das heißt, und wenn alle so leben würden wie die Österreicher, die Deutschen, die Franzosen und so weiter, also so leben würden, damit meine ich die Mobilitätsstile, die Konsumstile, dann bräuchten wir mehr als drei Planeten, wir haben aber nur einen.
Das zeigt, wie groß die Aufgabe ist, von drei Planeten auf einen zu kommen. Ich denke mal, dass viele von Ihnen sich schon anstrengen, Wasser abdrehen, Regenwasser vielleicht auffangen, mit dem Fahrrad fahren. Das sind alles wichtige Schritte, aber es geht um mehr. Es geht um unsere Lebensstile. Da ist auch die Politik ganz klar gefragt, aber auch jeder Einzelne. Oder dass wir uns einmischen, wie jetzt die Kinder, die sagen, stopp, wir gehen so lange nicht mehr in die Schule, bis ihr jetzt was tut. Und wir müssen einfach Neues finden, zum Beispiel Zeit, Wohlstand statt Güterreichtum. Das ist doch eine wunderschöne Vorstellung. Manche sagen dann immer, wie unser Verkehrsminister, der Scheuerle, da, der ist ja wirklich schwierig mit ihm, Verbote, zurück in die Steinzeit. Nein, Zeit, Wohlstand statt Güterreichtum. Wir haben Zeit für die schönen Dinge des Lebens, teilen, statt alles selber besitzen zu wollen und so weiter und so fort. Die große Story ist noch nicht da für diese neue Welt, aber überall ist sie so gerade im Werden. Ja, wie sind wir da gelandet? Nur noch mal, dass man das alles versteht und auch ein bisschen in Zusammenhang bringen kann mit Schule, mit der Kultur der Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Devise ausgegeben, die hieß Wachstum. Und die Menschen müssen konsumieren. Da gibt es richtig, richtig spannende Quellentexte. Wir müssen die Menschen verändern. Sie müssen Sachen kaufen, die sie gar nicht brauchen. Die Menschen müssen von einer Bedarfs- zu einer Verlangenskultur kommen. Wir müssen die Seelen der Menschen verändern. Kaufen muss zur neuen Religion werden. Das ist ganz gut gelungen. Da ist auch alles Geld der Welt und die beste Psychologie reingegangen. Man kann sich ja kaum erwehren. Und jetzt mit dem Internet noch erst recht nicht. Jeden Tag werden Milliarden für Werbung ausgegeben, um uns zu erzählen, wie klein und Mängelwesen wir sind, wenn wir nicht dies und jenes haben und kaufen. Und wir müssen aufpassen, dass Schule nicht auch zum Warenlager wird. Und die Schülerinnen und Schüler zu Konsumenten. Die UNESCO hat gesagt, Schulsysteme, die Schüler wie Ware behandeln, sind abzulehnen. Wir gehen nämlich mit unserem Standardwagen im Gleichschritt in die Klassen und dann sollen sie das konsumieren und ausspucken. Es ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber so ähnlich läuft das Muster. Wir sind in einer Leistungs- und Optimierungsgesellschaft, was wir auch in Schule zu spüren bekommen. Immer schneller sollen Standards erreicht werden, immer stärker gehen wir in die Vergleiche. Dies Land ist besser, also so wie China oder andere Länder, wo die Kinder sich umbringen, weil sie das nicht mehr aushalten, da möchte ich eigentlich nicht hin, nur damit wir auf Platz 1 kommen. Und in einer Leistungs- und Optimierungsgesellschaft werden dauernd Erwartungen gestellt an die Leute, man stellt Erwartungen an sich selber, um dieses Ganze zu erfüllen. Wir sind da voll drin und auch in der Schule voll mit reingeschwappt. Und auch die Eltern, sie laufen da mit in diesem Hamsterrad, weil wir da so wenig drüber nachdenken, was wir da eigentlich tun. Eltern haben es heute auch nicht einfach. Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Und wir sind die Eltern heute sind die erste Generation, die nicht mehr sagen können, mein Kind wird es mal besser haben. Dafür ist die Welt viel zu unsicher, volatil geworden. Die nächste Finanzkrise kann kommen. Also dieses, wenn du einen guten Abschluss hast, kriegst du einen guten Beruf und Häuschen ist da und so weiter. Diese ganzen Dinge laufen nicht mehr. Und diese große Verunsicherung schlägt dann oft um in Angst. Und wir haben in Berlin inzwischen Kindergärten. Da wird Chinesisch angeboten, weil die Eltern das wünschen, weil ja die Chinesen kommen und die Kinder müssen vorbereitet sein, statt zu spielen. Und wir haben Kindergärten, wo es zugeht wie in der Schule mit Stundenplan. Wir haben auch ganz andere, die so wie Kinderläden aufgezogen sind, wo die Kinder ganz viel Freiheit haben und spielen und aufwachsen. Aber dieser Druck, vorbereiten auf Englisch in der Kita, damit du in der Grundschule eine 1 in Englisch hast, damit du aufs Gymnasium gehen kannst. Solche Sachen laufen auch. Ja, und dann kommen die Kinder in die Schule und werden konfrontiert mit Bewertungen. Sie wissen alle, dass Kinder gerade in der Grundschule manchmal 3 bis 4 Jahre in ihrer Entwicklung auseinander sind. Kinder in einer Klasse, wissen wir über Piaget und andere Kindheitsforscher.
Und dann sollen sie im Gleichschritt Dinge abliefern. Was kommt dabei raus? Die gaußsche Verteilungskurve. Die ist ja nicht ein Naturgesetz, die gaußsche Verteilungskurve. Die ist das Ergebnis von Standardisierung. Und dann hast du immer die, die die Verlierer sind. Und die Gewinner. Da müssen wir uns von lösen. Und wenn jetzt, ich habe gehört, sie sollen demnächst ab 2. Klasse Grundschule Noten geben, da müssen sie sich gute Sachen ausdenken, aber sie haben ja eine offene Schulaufsicht, die da sicherlich mitgeht. Ich habe heute Morgen schon gesagt, über die Politik jammern, wie schrecklich alles ist und dann die Vorgaben erfüllen, ist nicht so ein erfolgreiches Modell, würde ich mal sagen, weil wir machen uns dann zum Erfüller und handeln gegen eigenes Wissen. Vielleicht kann man mal mit den Kindern und Eltern sprechen, dass man sagt, es ist jetzt vorgegeben, wir möchten euch aber individuell behandeln und die Kinder mal fragen, welche Ideen sie dazu haben. Und vielleicht haben wir dann zwei Arten von Zeugnis. Eins so ein vorgegebenes Standard und ein individuelles. Oder. Also ich würde mal thematisieren und vielleicht entsteht hier eine Region, die mal vorzeigen kann, wie man anders damit umgehen kann. Wir haben etwas, das kostet nichts und das können wir geben und das ist das, was wirklich zählt. Beziehung, Wertschätzung, Partizipation, Verantwortung und Sinn. Das sind die salutogenetischen Grundfaktoren, das, was Menschen gesund erhält. Und auch Viktor Frankl, kennen Sie ja wahrscheinlich alle als Österreicher, geht ja genau in diese Richtung, Sinn, Partizipation, Verantwortung. Partizipation ist in unseren Schulen noch sehr entwicklungsbedürftig, weil es oft noch nicht die Ebene Unterricht erreicht hat. Und einen jemand individuell zu sehen und als Einzelkind und Einzelmensch und im Gleichschritt Blätter ausfüllen zu lassen, verträgt sich nicht mit Wertschätzung des Einzelnen. Dann ist dieses System der Gleichschaltung, hat mehr Macht als Sie als einzelner Lehrer, die das ja eigentlich nicht wollen. Müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ja, letztendlich ist angesagt, ich bin jetzt wieder bei dem großen Thema Gesellschaft und Überleben, die große Transformation, so nennt man das, eine Ausrichtung aller Lebensbereiche auf Nachhaltigkeit, das heißt so leben, dass zukünftige Generationen gleiche Lebenschancen haben wie wir und dass wir auch innerhalb unserer Generation mehr Gerechtigkeit haben und nicht hier in Luxus leben, weil andere versklavt werden. Und eine Transformation der Gesellschaft braucht immer eine Transformation der Bildung, um das zu fördern, was die Zukunft braucht, nämlich Menschen, die selbstbewusst sind, die an sich glauben, die Erfahrung gemacht haben, ich kann was verändern, die lösungsorientiert denken und die Verantwortung übernehmen. Dreifache Verantwortung für sich, für ihre Mitmenschen, für unseren Planeten. Da können wir gute Leitbilder für die Bildung rausmachen. Momentan kann man sagen, ist diese Ökonomisierung voll in die Bildung reingeschwappt. Da heißt das Paradigma schneller, effizienter, Bestnote in Konkurrenz. Und Deutschland und Österreich hat es noch schwieriger als andere Länder, weil wir selektive Schulsysteme haben. Und Sie wissen alle, dass die nicht gleichwertig sind. Eine MNS wird nicht gleichwertig angesehen wie ein Gymnasium. Das ist einfach so. Und die Eltern wollen auf dieses Gymnasium und wir erzeugen nach der 4. Klasse Gewinner und Verlierer. In den Städten, wo viele Gymnasien sind, ist das noch stärker als hier so auf dem Land, wo man vielleicht bei der Schule bleibt, die nah dran ist. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, wenn Sie schon anders arbeiten in der Grundschule, dass ganz schnell Eltern in der 4. Klasse ankommen, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt mal vorbereiten auf den harten Ernst des Lebens. Die Eltern, mit denen kann man aber auch super gut reden, wenn die merken, was machen sie da eigentlich. Ihre Kinder mit einer 3 zur Nachhilfe zu schicken, was heißt das denn für so ein Kind? Ja, passiert ja. Also wenn wir diese Nachhilfeinstitute, wenn die alle zumachen würden und auch zu Hause wäre keine Unterstützung, würde unser Bildungssystem sofort zusammenbrechen. Besonders die Gymnasien. Ja. Leider ist unsere Forschung auch voll auf dieser Linie, noch effizienter.
In Deutschland hat man ja dann G8 eingeführt, Gymnasium nach 8 Jahren. Das wird jetzt wieder zurückgedreht, weil da die Eltern auf die Barrikaden gegangen sind. Aber ich habe neulich eine Studie gelesen, kleinere Klassen sind doch wirksam, haben doch eine Wirksamkeit. Weil oft wird gesagt, auf die Größe der Klasse kommt es nicht an. Dafür brauchen wir ja keine Studie, das wissen wir ja von selber. Aber interessant ist jetzt die Begründung. Da stand nicht drin, der Lehrer, die Lehrerin hat mehr Zeit für die Kinder, es ist nicht so eine Enge und so weiter und so fort. Da stand drin, Grundschule 3. Klasse, 20 Kinder statt 25. In dieser Grundschulklasse wird der Mathematikstoff Klasse 3 6 Wochen vorher erreicht. So ist die Forschung, empirische Forschung, total auch auf dieser Linie. Das muss man einfach wissen, hat sich jetzt so eingebürgert. Ja, aber wir treiben das Ganze so weit, dass wir Kinder mit 9 Jahren im Burnout haben. Kinder sind Seismographen einer Gesellschaft. Kinder zeigen uns, wenn was nicht stimmt. Die empfinden noch ganzheitlich. Immer mehr Kinder werden krank. In Deutschland jedes zehnte Kind in psychologischer Behandlung, 20% brauchen große Unterstützung von außerhalb. Und die Psychologen, die sagen jetzt nicht etwa, Leute, was stimmt denn jetzt nicht im System? Immer mehr Kinder werden krank, die sagen, wir brauchen mehr Psychologen. Und die Schulen sagen, wir brauchen mehr, was weiß ich, auch alle möglichen. Und lass uns mal gucken, wo sind denn die Ursachen, statt Symptome zu bekämpfen, mit mehr von mehr. Schon Einstein hat gesagt, wir können die Probleme und Herausforderungen nicht mit den Denkweisen und Methoden lösen, durch die sie entstanden sind. Aber neu zu denken ist auch schwer, weil uns die Bilder fehlen und wir sehr stark in alten Mustern gefangen sind. Ja, die Ärzte sind auch ziemlich still, bis auf vielleicht Remo Lago oder von dem Psychologen hier, der Jesper Juhl oder so. Ein deutscher Kinderpsychiater, der eine große kinderpsychiatrische Klinik in Hamburg hat, ist vor 3 Jahren mit diesem Buch Burnout Kids rausgegangen. Sonst wüsste ich das ehrlich gesagt auch gar nicht. Der beobachtet seit 10 Jahren Burnout bei Kindern, verinnerlichter Leistungsanspruch. Sie wollen die 1 schreiben. Sie wollen, dass Mama sich freut. Sie wollen den Lehrern, dass die Lehrer sich freuen über die Leistung, über die Note, bis sie zusammenbrechen. Und eine Note beobachte ich auch so seit 10 Jahren ungefähr, dass Kinder nicht mehr die Note sehen, sondern zunehmend sagen, ich bin schlecht. Ich bin nicht ausreichend. Und ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen, die hat mich auch sehr erschüttert. Bestimmt schon 2, 3 Jahre her, da war so ein kleiner Junge bei Edeka an der Kasse und sagte zu seiner Mutter, Mama, wieso darf ich denn eigentlich nicht mit meinen Freunden jetzt aufs Gymnasium? Und die Mutter sagt, weil du nicht gut genug bist. Das produzieren wir mit unserem selektiven System. Was das für so eine Kinderseele bedeutet, das müssen die Kinder dann selber mit sich ausmachen. Oder in einigen deutschen Städten haben wir in den größeren Städten, so mit so 400.000 Einwohnern haben wir in der 7. Klasse, das ist hier 3. NMS, haben wir ganze Klassen, haben wir ungefähr 800 gescheiterte Gymnasiasten, die dann in Extraklassen kommen, in die unteren Systeme, sage ich jetzt mal. Wir müssen kämpfen für die eine Schule für alle. 9 Jahre gehen alle gemeinsam in eine Schule, denn wie wollen wir das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir uns nicht trauen, 9 Jahre unsere Kinder in eine Schule zu schicken? Finnland, Schweden, Dänemark machen das seit Jahrzehnten. Noten erst in der letzten Klasse, vorher multiprofessionelle Teams, die Kinder individuell fördern. PISA-Sieger. Finnland hat die Fächer abgeschafft, machen Phänomenunterricht. PISA-Sieger. Und alles ist entspannt und der ganze Druck ist raus. Kinder brauchen Spiel. Das Spiel ist die Lernform der Kinder, da vertiefen die sich rein, das ist für die, wissen sie selber, wenn sie Kinder haben und die dann ungestört freies Spiel machen, die muss man da dann vielleicht zum Essen da richtig rausreißen, das ist ihre Verarbeitungsform, ihre Lernform
Und in vielen Kindergärten wird auch nicht mehr gespielt und viele Grundschulen degradieren das Spiel zur Pausenbeschäftigung. Spiel gehört noch in die Grundschule, denn beim Spiel, der ist wie Dünger fürs Gehirn, gibt es ganz viele neue Vernetzungen. Und wichtig eben dieses Absichtslose, nicht ein Spiel mit Gewinnern, Verlierern, wo du bestimmten Regeln folgst, sondern das Absichtslose. Und das Beste ist für die Grundschulen, sie schicken die Kinder einen Tag in der Woche raus in die Natur, damit die ihre Beziehung zur Natur nicht verlieren, damit die da forschen, entdecken, spielen können, mit Fragen zurückkommen. Und diesen Fragen gehen wir dann nach. Ja, nur mal als Anregung, hier ist ja genug Natur. In den Großstädten muss man dann immer schon wegfahren. Ja, stattdessen Standards, die einengen natürlich. Alle Standards engen ein. Uns auch als Pädagogen. Wie gehen wir mit diesen Standards um? Ja, und ich merke häufig, dass diese Normierungs- und Normalisierungskräfte schon so in uns eingeträufelt sind, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr in Frage stellen. Als Eltern, als Lehrer. Irgendwie haben wir uns da so dran gewöhnt. Wir machen so viel, was nicht dem Kind entspricht und auch nicht dem, was wir wissen über gutes Aufwachsen und so. Müssen wir uns nochmal zurückbesinnen. Was möchten wir und ist das, was wir tun, hilfreich dafür? In eine Klasse gehen mit einem Arbeitsblatt am Anfang der Stunde schon wissen, was am Ende rauskommt, Tafelbild auch schon in der Tasche haben, ist keine gute Vorbereitung auf Ungewissheit und Veränderung. Leider werden unsere Referendare heute noch so ausgebildet, in großem Maße. Es gibt schon ein paar andere Studienseminare, Ausfüllen von Arbeitsblättern, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht, ist keine Vorbereitung und nicht etwas, wo du große Zusammenhänge erfasst, wo du dich einbringst mit Fragen, so wie da in Tansania. Wie können wir unsere Schule, unsere Kommune, unsere Stadt nachhaltiger gestalten? Was können wir da tun? Natürlich ist es wichtig, Logo, dass jeder sinnentnehmend lesen kann und Mathematik, ein Grundverständnis von Mathe hat. Aber das reicht für die Zukunft und für das, was auf unsere Kinder zukommt. Und die sind echt fit, unsere Kinder. Reicht das nicht aus, wir müssen die auch in anderem fördern. Beispiele kommen gleich noch. Aber ich kann mal eins gerade sagen, was sich jeder von Ihnen, glaube ich, vorstellen kann. Wer macht unsere Schulbücher? Irgendein ehemaliger Lehrer, der im Verlag sitzt und sich ausdenkt als vielleicht 45-jähriger Mensch, was ein 9-jähriges Kind interessieren könnte. Dieses 9-jährige Kind hat aber andere Fragen. Ja, und wir lernen, wir bringen unseren Kindern bei, fremde Fragen zu beantworten, statt eigene Fragen zu stellen und denen nachzugehen. Und ein ganz einfaches Beispiel, glaube ich, da haben Sie gleich Bilder vor Augen. Ich habe neulich in einer Grundschule gesehen, da hatten die der Hund, die Katze, das Schwein und die 4 Mägen einer Kuh. Dazu gab es Arbeitsblätter, die hatte ich schon 1960. So, und jetzt könnte man ja auch sagen, ein Tier, das dich interessiert. Und sie werden plötzlich eine Lebendigkeit haben und die Kinder werden ihnen Sachen anschleppen und ein Wissen in die Klasse bringen, was ein Biologielehrer gar nicht haben kann, weil er gar nicht so viel Interesse an Einzelnen hat. Und sie würden ein Tier wahrscheinlich auch noch mitbringen, wenn es geht und sie das erlauben. Und sie haben plötzlich ein irres Wissen, eine Begeisterung und das Wissen ist mit dem Menschen verbunden. Das ist der Unterschied, ob die immer etwas, und dann geht es noch um richtig oder falsche Antwort, ja, wo ja heute, wenn wir in komplexen Zusammenhängen denken, gibt es oft kein richtig oder falsch, sondern wenn ich hier dieses tue, hat das eine Auswirkung im System auf das. Und wir müssen die da rausholen und zusätzlich zu den Grundfertigkeiten, die man ja auch in Projekten natürlich lernen kann, müssen wir ihnen einfach mehr anbieten.
Ja, was braucht die Welt, habe ich schon gesagt. Wir brauchen Menschen, die diese dreifache Verantwortung übernehmen, die wissen, wie man die Erfahrung haben, dass man was verändern kann und die den Mut haben zum Handeln. Oft wissen wir viel und kommen nicht ins Handeln. Ja, und jetzt komme ich zu etwas, da machen wir uns manchmal gar keine Gedanken drüber. Ich nenne das den heimlichen Lehrplan. Also eine Sache habe ich schon gesagt, fremde Fragen beantworten oder eigenen Fragen nachgehen. Ja, der heimliche Lehrplan ist das, was die am meisten prägt in Schule, nämlich Einstellungen und Haltungen. Und der hat uns auch geprägt und deswegen ist es so schwierig, bei uns Lehrern Haltung zu verändern. Weil wir haben so unsere Muster, unsere Haltung, da rauszukommen ist echt schwer, wissen Sie alle von sich selber. Die ganzen Annahmen, die wir haben und auch über uns selber. Und das Wissen, von dem Wissen geht, wird viel, viel vergessen. Man spricht so von 95%. Ich könnte Sie ja jetzt mal fragen, Zitronensäurezyklus in Biologie, Mathematikstoff aus der Oberstufe und so. Wir vergessen einfach viel. Aber die Kultur, die prägt sich ein. Sie haben bestimmt alle noch einen Lehrer vor Augen, der Sie geprägt hat. Vielleicht negativ und aber auch positiv. Das bleibt hängen. Die einzelne Stunde mit dem Tafelbild weniger. Und jetzt gehe ich mal den heimlichen Lehrplan durch in Gegensatzpaaren. Und Sie können mal gucken, wie es ist in Ihrer Schule. Steht der Stoff an erster Stelle oder das Individuum der Mensch? In den meisten Schulen steht der Stoff an erster Stelle. Das hat wieder mit den Standards und alledem zu tun, was wir erfüllen wollen. Weil wenn du im Gleichschrittmarsch mit Standards arbeitet, kann nie das einzelne Individuum, ist der Fokus nicht da drauf. Ja, jetzt kommen diese ganzen Tests, ne? Nicht nur die zentral vorgegebenen, wir selber schreiben ja auch viele Tests, damit wir Noten geben können. Wir können ja auch Noten geben ohne Tests oder Feedback. Aber irgendwie denkst du, schreibt man einen Test, dann kannst du den Eltern auch noch was belegen. Und in allen Fächern werden ja auch Tests geschrieben meistens. Ne? Aber der Geist, der dadurch rüberkommt, ist Kontrolle statt Vertrauen. Und wir haben leider auch diesen Geist in der Schulverwaltung und Schulpolitik. Von oben kommt nicht viel Vertrauen. Eigentlich gehört Bildung an die Basis, zurück in die Kommunen. Sie wissen am besten, was hier für diese Standorte richtig ist. Stattdessen kommen da immer irgendwelche komischen Sachen, wie jetzt mit dem Islam. Das ist ja wirklich, okay. Aber der Geist ist dann eben Kontrolle statt Vertrauen. Und da geht jetzt alles in dieselbe Richtung. Wir bewerten Schüler, die sich dann wertvoll oder weniger wertvoll fühlen, statt Wertschätzung zu geben. Und je mehr ich in Beziehung gehen kann, je mehr kann ich Menschen wertschätzen, weil ich sie kenne. Die Grundschullehrer unter Ihnen haben es einfach. Die sind ja oft mit ganz, ganz vielen Stunden in einer Klasse. Die kennen die Kinder, die sind da. An den weiterführenden Schulen arbeitest du ja oft im Fachkorsett. Dann läufst du von einer Klasse in die andere. Und dann hast du am Tag 5 Klassen vielleicht, hast 100 Schüler, sollst jeden individuell fördern, wertschätzen, kennenlernen. Geht doch gar nicht. Ne? Und dann greifen wir zu diesen Arbeitsblättern, weil wir das sonst gar nicht schaffen. Und das ist so ein Kreislauf, den wir uns mal klar machen müssen. Und dann können wir mal neu denken, wie können wir das verändern. Dann geht es Ihnen nämlich auch besser, wenn Sie nicht 100 Kinder am Tag haben, sondern vielleicht nur 30 und die gut kennen. Viele Lehrer werden ja auch krank in diesem System. Ein gutes Experiment wäre einmal, 4 Wochen schaffen wir den Kopierer ab. Aber nicht, dass man es schon weiß und im Vorrat kopiert. Dann wird sich was verändern, natürlich. Und dann kann man da mal drüber sprechen, wie es uns gegangen ist, was ist daraus gekommen. Ja, wir neigen als Lehrer leider auch zum Defizitblick, gut gemeint immer. Wir streichen die Fehler an, wir gucken, was die Kinder nicht können, um sie dann zu fördern. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Schule gibt es ein Lehrerzimmer,
Für die, die noch Förderung brauchen, die müssen dann da reingehen immer und da sitzen und für die anderen. Oder? Was macht das mit einer Organisation? Ja? Und da kommt es viel auf die Sprache an. Natürlich fördern wir die Kinder und unterstützen die auch. Aber da kommt sehr viel auf die Sprache an und ob wir Fehler anstreichen oder das Gute anstreichen. Schule ist dazu da, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Nehmen Sie sich den Satz mal, Schule ist dazu da, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Und machen mal einen pädagogischen Tag, wie können wir Gelingen organisieren? Auch ein gutes Programm, um mal den Wechsel hinzukriegen. Ja, Fächerkorsett habe ich gerade gesagt, das ist deshalb auch schwierig, das haben wir vorhin in dem Film da auch gesehen. Wir müssen die Schüler, die jungen Menschen müssen Systeme verstehen, müssen größeren Blick kriegen, müssen sich auch auf Ungewissheit einlassen können und die Fächergrenzen sind zu eng. Wir müssen lernen, mit Komplexität umzugehen. Ja, und was der Schule am besten gelingt, und ich glaube, da sind Sie auch gute Beispiele für, den Menschen Angst vor Fehlern einzuprägen. Und diese Angst, die viele Lehrer haben vor Veränderung, ist ja Angst, Fehler zu machen. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst, sich in etwas zu begeben, was ich nicht kenne. Ich kann Ihnen sagen, was die Kinder am wenigsten brauchen, sind Menschen ohne Fehler und Perfektionisten. Wir haben nämlich genug Perfektionismus in unserer Leistungs- und Optimierungsgesellschaft. Und so Kindern kann nichts Besseres passieren, als dass ein Lehrer mal sagt, du, weiß ich auch nicht. Lass uns mal zusammen gucken oder finde du das mal raus. Das sind tolle Vorbilder. Und wir machen uns immer, viele, ich kenne viele, die alles optimal machen wollen, perfekt. Und erst wenn ich 5 Fortbildungen gemacht habe, traue ich mich, etwas zu verändern und so. Wir können auch mal ins Neue gehen und immer besser werden. Und Fortbildungen sind wichtig, unbenommen. Ja, was heißt das alles jetzt für Bildung? Das heißt, für Bildung lernen muss ich, radikal, nicht als Revolution gemeint, sondern an der Wurzel verändern. Also die Paradigmen müssen sich verändern. Die Schule muss ein Ort der Menschlichkeit werden und nicht ein Ort der Standarderfüllung. Ne? Oder eigene Fragen statt vorgefertigt und so weiter. Das ist radikal. Was wir oft machen und gemacht haben in den letzten Jahren Schulentwicklung, da ist viel, viel Energie, viel Zeit reingeflossen. Wir haben dieses System Unterricht, Hausaufgaben, Test belassen und versuchen dann darin effizienter, besser und so zu werden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen neu denken. Wie können wir jetzt eine nächste Stufe erreichen mit der ganzen Erfahrung, die wir haben? Und eins ist klar, auch in dieser neuen Schule ist die Beziehung die Grundlage von allem. Und auch in der digitalen Schule ist der Lehrer als Beziehungspartner, kann keine Technik ersetzen. Da sind sich aber auch alle, die so für Digitalisierung jetzt voten, alle drin einig. Hier nochmal ein kleines Bild, wegen der Radikalität. Links sehen Sie die Einladung zu einer Unternehmerkonferenz, auf der ich unter anderem auch gesprochen habe. Die agilen HR-Pioneers und die Unternehmen sind alle in der agilen Transformation. Und rechts sehen Sie, wie unsere Studenten heute noch ihre Abschlussarbeiten schreiben. Welten liegen dazwischen. Team, Flexibilität, Eigeninitiative und so weiter. Und die sitzen da, Einzelnote, Einzelarbeit, reingezogen, ausgespuckt. Ja? Und wenn das Ergebnis von unseren Schulen, die Abitur machen, ist, dass die Studenten jetzt an die Unis gehen und als erstes fragen, ist das prüfungsrelevant und kriege ich da Punkte für, dann weiß man, wo dieses System schon gelandet ist. In Deutschland ist es, glaube ich, noch schlimmer als bei Ihnen, weil wir in Deutschland auf die beliebtesten Fächer alle 1,0 Numerus Clausus haben. Und das führt natürlich dazu, dass die alle sich selber da wahnsinnig unter Druck setzen. Wir haben in Berlin gerade ein Gymnasium, ein bekanntes Gymnasium, da haben sich 3 Schüler in Klasse 9 gerade umgebracht,
verinnerlichter Leistungsanspruch, den sie nicht mehr erfüllen konnten. Ja, die Zukunft braucht Zusammenarbeit, Beziehungsqualität, Vernetzungsqualität, Kreativität. So, und wie sieht es aus mit der Kreativität? Dies ist der berühmte NASA-Büroklammern-Test. Ja? Man hat Erwachsenen einen Test gegeben, der sehr viel Kreativität erforderte, und die Forscher haben sich erschrocken, nur 2% haben den gelöst. Daraufhin haben sie eine Langzeitstudie gemacht, haben 5-jährigen Kindern denselben Test gegeben. Sie sehen, 98% haben den gelöst. 5 Jahre später dieselben Menschen und so weiter. Bis hin zu uns, 2% ist reaktivierbar. Kreativität ist immer reaktivierbar. Wir leben in the box. Wie oft sagen wir, nee, das geht nicht. Fragen Sie ein Kind, haben die 100 Ideen dazu. Wir sind schon im System, funktionalisiert in the box, in unserem Denken. Ja, und dazwischen liegt die Schule. Und ist ja klar, Kreativität braucht Räume offenen Denkens, wo du dich ausprobieren kannst, wo du nicht benotet wirst, wo du Zeit hast. Und wir packen die Woche voll ohne Pausen, ohne diese Räume. Du kannst doch nicht kreativ sein freitags von 10 bis 10:45 Uhr. So, ne? Ja, also es geht um Kulturwandel und einen Haltungswandel, und zwar nicht nur in Schule, sondern in unserer gesamten Gesellschaft. Und wenn wir in 20 Jahren eine andere Kultur in der Wirtschaft haben wollen, müssen wir heute die Schulen verändern. Jetzt komme ich zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Denn nachhaltige Entwicklung braucht natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und der Begriff wurde schon in den 90ern geprägt. Im Jahre 1992 gab es erstmals eine Weltkonferenz, wo sich alle, damals 186 Staaten, getroffen haben, weil man erkannt hatte, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir heute auch noch stehen, nicht national gelöst werden können, sondern nur in globaler Partnerschaft. Und erstmalig wurde Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammengedacht. Die Rio-Konferenz 1992, das Enddokument nannte sich Agenda 21, was zu tun ist im 21. Jahrhundert. Die Nachfolgekonferenzen sind jetzt diese ganzen Klimakonferenzen. Und schon damals wusste man, wie wichtig Bildung ist, und deshalb gibt es ein ganzes Kapitel über Bildung, damals schon in der Agenda 21, und da steht drin, wir müssen Bildung grundlegend neu denken. Es muss um Werte gehen und nicht um Stoff. Und Werte müssen vorgelebt werden, kannst du nicht die anlesen und so weiter. Ich hatte damals das Glück, Schulleiterin zu werden. Achso, jetzt muss ich davor noch sagen, dann wurde eine Kommission eingesetzt um Jacques Delors, und die sollte herausfinden, wie müssen denn dann die Bildungsinstitutionen aussehen, damit die Kinder, also der Haltungswandel wäre von der Konkurrenz in die Kraft des Wir, vom Ego ins Eco, von Haben zu Teilen und so weiter. Sind ja alles Haltungen, werden geprägt durch die Institutionen. Wie müssen die Schulen aussehen, damit die Kinder in der Lage sind, die Gesellschaft zu transformieren? Oder die wir dann entlassen. Ja, und die haben 3 Jahre geforscht und dieses Buch herausgebracht, was dann der UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert wurde. Der ist auch an alle Schulen gegangen, aber irgendwie nicht angekommen. Nicht das Buch, sondern so ein Bericht. Und ich wurde damals Schulleiterin, 96. Und mich hat dieses Buch total inspiriert. Ist eigentlich die Grundlage meines pädagogisch-politischen Handelns. Und da stehen so Sachen drin, wie Bildung muss die Saat eines neuen Humanismus werden. Das Gegenteil durch die Ökonomisierung ist eingetroffen. Jedem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, sich als wirksames Mitglied der Gesellschaft schon sehr früh einzubringen und sich und zu merken, ich bin nützlich, ich werde gebraucht, Demokratie pur ist sowas, ja. Und sie haben damals schon vorgeschlagen, Bildung neu zu denken, das Curriculum neu zu orientieren auf 4 Säulen, und die heißen Lernen, Wissen zu erwerben, das machen wir alle, das Zusammenleben lernen, wir haben Selektion, Handeln lernst du nicht durch Ausfüllen von Blättern, sondern indem du handelst, Verantwortung übernimmst und lernst zu sein. Wer bin ich, was sind meine Stärken, wofür bin ich auf der Welt, wofür schlägt mein Herz und so weiter. Und dafür brauchst du andere Formate als Arbeitsblätter oder vorgegebene Fragen.
Ja, und ich habe damals die Schule in Essen im sozialen Brennpunkt auf diesen vier Säulen aufgebaut. Eine komplett andere Schule ist daraus entstanden. Die war das Vorbild für die Schule in Berlin dann auch. Und über die Schule gibt es auch ein Buch mit sehr vielen Beispielen und mit Bildung für nachhaltige Entwicklung pur eigentlich. Ich habe euch jetzt nochmal wieder rausgesucht. Wir haben schon 99 uns ein Klimaschutzziel gesetzt, ganz viel dann auch in der Schule dazu gemacht. Mir hat jemand dieses Buch eingescannt und seit gestern gibt es dazu einen Link. Vielleicht, Martin, können wir das auch mal auf die Seite von Schule im Aufbruch stellen. Ja, hiermit war der Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung geboren. Es geht um Gestaltungskompetenz. Dazu brauchst du Wissen, komplexes Wissen, Tools, gute Erfahrung, Handlungsmut. Und dann kannst du Dinge gestalten. Das ist untergegangen. Auch in Österreich war das mal, da gibt es so ein paar Auszeichnungen auch und da wurden Lehrer ausgebildet als BNE-Moderatoren. Und wie in Deutschland ist das alles irgendwie versickert und versandet. Wir haben in Deutschland 50 Millionen im Modellversuch gesteckt und danach ist das nicht aufgegriffen worden. Aber jetzt ist es sehr, sehr, sehr aktuell, nicht nur wegen der Weltlage, sondern... Ja, die Rede ist, haben vielleicht von Ihnen schon einige auch davon gehört, von den 17 globalen Zielen. Die heißen auch SDGs, Sustainable Development Goals oder Agenda 2030. Das ist alles dasselbe. Die wurden im September 2015 von allen 193 Staaten der UN einstimmig verabschiedet. Und ja, da war Vorlauf war ein Jahr intensive Diskussion mit sehr großer Beteiligung der Zivilgesellschaft. Und was neu ist gegenüber den Millenniumszielen vorher, es wird jetzt nicht mehr gesagt, wir hier die industrialisierten Staaten, wir wissen, wie es geht und da unten sind die Entwicklungsländer, sondern die Haltung ist, wir können verdammt viel von denen lernen, über ihre Haltung und über, auch von indigenen Völkern und so weiter. Die sind jetzt schon 2,5 Jahre in der Welt und bis 2030 sollen die weitgehend erreicht sein. Armut im Museum, mehr Gerechtigkeit, Klimawandel reguliert auf 1,5 Grad. Dieses Thema poppt bei Fridays for Future gerade total auf. Und Sie sehen, es gibt ein extra Ziel, Nummer 4, Quality Education. Global Goal Nummer 4, Quantität ist nicht Qualität. Standards sind keine Haltung. Und die UNESCO... Die UNESCO ist ja die Bildungsabteilung der UNO, hat im Kontext dieser Global Goals einen Weltaktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung herausgebracht. Den können Sie sich aus dem Internet runterladen oder auch bestellen bei der UNESCO oder in Ihrem Bildungsministerium. Vielleicht können Sie einfach mal 100 Stück hier bestellen. Und die UNESCO spricht von einem Paradigmenwechsel und da müssen Sie sich jetzt vorstellen, der heimische Lehrplan einmal umgedreht. Von der Haltung her und dann die wichtigen globalen Themen rein und dann ins Handeln gehen. Transformative Bildung, darum geht es mit dem Ziel der Transformation der Gesellschaft. Ich habe Ihnen da hinten bei den Wasserflaschen, habe ich Ihnen Karten hingelegt, da sind die Global Goals drauf und hinten steht drauf, was der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert ist, formuliert von der UNO. Nämlich die zentrale Aufgabe ist, junge Menschen zu befähigen, friedliche, gerechte, ökologische Gesellschaften aufzubauen. Und dafür muss sich Bildung einfach grundlegend ändern. Ziel der Bildung vorher war, Menschen für die Industriegesellschaft zum Funktionieren auszubilden. Also mal ganz platt gesagt, sage ich jetzt. Jetzt sind wir woanders, in einer anderen Gesellschaft. Ja, die Greenpeace hat eine Studie gemacht. Die Leuphana-Universität hat die Studie gemacht zum Nachhaltigkeitsbewusstsein der 15- bis 24-Jährigen. Dabei ist rausgekommen, den Begriff kennen viele. Die wollen sich auch engagieren. Die engagieren sich schon, aber nicht in Parteien oder so, sondern spontan und situativ. 100%, also ich glaube 90% wollen die Energiewende. Es geht nicht ums Ob, sondern ums Wie. Die sind gerade auf der Straße. Wenn man sich aber die Schulen anguckt, dann kommt raus, nur ein Drittel hat die Möglichkeit kennengelernt, I can be a change maker. Ich kann was verändern. Nur jeder Fünfte
hat sich mit Zukunftsvisionen auseinandergesetzt. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir den Verkehr mitgestalten? Hier sind auch Kommunen gefragt, einfach Schüler mit einzubeziehen in die ganzen neuen Konzepte, die wir ja auch finden müssen. Nur 15% haben Austausch, also tieferen Austausch mit anderen Kulturen, und nur 5% haben längerfristige Projekte. Die Studie kommt zu dem Schluss, in der alten Schule, da habe ich den Begriff Fächerkorsett her, die im Fächerkorsett nach Muster, Unterricht, Hausaufgaben, Test arbeitet, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht umsetzbar. Es fehlen die Freiräume, wo die Kinder rausgehen und handeln und erleben, ich kann was verändern. Wie man das machen kann, kommt gleich in Teil 2. Sonst klappt es nicht, sonst werden die so irgendwie wie wir, weil sie diese Erfahrung nicht haben und weil sie wie wir ja auch mit den ganzen Katastrophen beballert werden. Wenn Sie heute Abend die Nachrichten anmachen, fangen die eben nicht mit Good News an, sondern mit Bad News. Und dann kannst du nur noch irgendwann sagen, nee, also ich kenne auch Leute, die gucken gar kein Fernsehen mehr, weil sie das gar nicht mehr aushalten. Machen Sie mal ein Fach in Anführungsstrichen Good News. Es gibt nämlich total viele tolle Beispiele, die gar nicht bekannt sind. Als wir das gemacht haben in der Schule, hatten wir so eine Wand und da wurde immer alles so angeklappt. Heute könnte man das auch über Internet machen. Man könnte auch Good News hier in der ganzen, von verschiedenen Schulen in der ganzen Bildungsregion verteilen. Das ist ein anderer Blick. Mut steckt an, gute Beispiele ermutigen und jammern zieht dich runter. Und Katastrophen hältst du nicht mehr aus und schiebst es weg, ist total natürlich. Ja, jetzt habe ich nur eine Minute. Das Potenzial für Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bei Kindern besonders groß, weil es geht ja um Wertekonzept. Und Kinder lassen sich noch da, gerade in der Phase Kita, Grundschule, sehr stark prägen. Und dass ein Kind merkt, ich kann was gestalten. Ich habe schon gesagt, Kinder sollten früh mit der Schönheit der Natur verbunden werden, einfach die Räume geben, sie haben hier schöne Natur um sich herum. Die Lernfelder sind Artenvielfalt, Rohstoffe, was für die Insekten tun, Insekten ins Kasten bauen, Kompost, alle solche Dinge. Aber wichtig ist eben auch die Schatzkammer der Natur. Kinder ohne Aufgabe mal rausgehen lassen, forschen lassen, was finden sie, und daraus ergeben sich dann wieder Themen. Nicht so günstig ist, ein Arbeitsblatt mitgeben, male die und die Blätter und dieses Arbeitsblatt wird hinterher benotet. Oder dann wird darüber ein Test geschrieben. Das ist jetzt etwas anderes. Das ist nicht rausgehen, empfinden, berühren und so weiter. Es gibt ja auch viele, viele schöne Übungen. Oder auch mit Wildnispädagogen zusammen schöne Sachen zu machen. Ja, soweit. Teil 1, worum geht es? Um was Großes? Um eine Zukunftsvision. Wir können es schaffen. Es ist genug Geld da, es ist genug Wissen da. Es fehlt an Ethik, einer tiefen Ethik, dass alles zusammengehört und die ganze Welt verbunden ist und wir auch für alles mitverantwortlich sind. Aber wir haben die falschen Pfade und Systeme gelegt. Es ist eine große Herausforderung, eine große Anstrengung, eingefahrene Pfade in der Gesellschaft umzudrehen und auch in Schule. Aber wir können es schaffen. Und meine Erfahrung ist, für so ein großes Ziel kriegt man ein Kollegium hinter sich. Wenn du sagst, wir brauchen jetzt mal neue Methoden, weil die Wirtschaft braucht jetzt auch neue Methoden und Digitalisierung, ist nicht genug, Berührung hinter. Kognitive Abkürzung. Hält Kollegium nicht durch in der Regel. Aber wofür? Für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Wir lassen jetzt mal los im Vertrauen aufs Neue, weil das ist die beste Haltung, die wir vorleben können. Und mit allen zusammen und den Eltern gehen wir in dieses Neue. Denn Sie müssen wissen, 80% wirken wir durch unser Vorbild. Nicht durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun. Und wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer vor der Klasse sagt, ich würde ja gerne, aber ich darf ja nicht, ist das fatal. Dann lieber gar nichts sagen. Ne? Und wir schaffen das, alle zusammen. Und hier in Oberösterreich sind jetzt so viele hier verbunden.
können wir alle zusammen mit einer großen Vision die kleinen Schritte machen dahin. Praxis in Teil 2, jetzt lassen Sie sich die Jause schmecken.